So, hallo, mein Name ist Fabian Grenzer von Supportnet und für diesen Tipp mache ich hier dieses Video über die neuen Datenschutzerklärungen und Nutzungsbedingungen von Google, die ab dem 1. März 2012 in Kraft treten sollen. Wie man hier sieht, versucht Google selber schon ein paar Erklärungen dazu abzugeben. Die wichtigste Neuerung ist eigentlich, dass es nur noch eine Datenschutzerklärung für alle Dienste geben soll. Und die wichtigste Neuerung innerhalb der Datenschutzerklärung ist, dass man alle Daten, die man über alle Dienste erfasst hat, zusammenführen darf. Google begründet das damit, dass es damit die Dienste verbessern will, also Produktvielfalt hier nutzen, wie man sieht, oder passendere Suchergebnisse anzeigen will. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, man sucht irgendwo ein Restaurant und bekommt dann eins empfohlen, was um die Ecke ist, weil man über sein Android-Handy lokalisiert wurde, wo ein guter Freund, der bei Google Plus mit einem verknüpft ist, auch schon mal war und das auch als gut empfunden hat. Das ist so die Argumentation von Google. Google hat sogar ein Video dafür Der Schutz gemacht, Ihrer das ich hier mal Daten ganz hat kurz für uns höchste anspiele. Priorität. Wir haben die folgenden Das fünf ist ganz Leitprinzipien lustig. für den Umgang mit Nutzerdaten. Dauert ein bisschen, wir wollen es uns Erstens, jetzt nicht wir ganz komplett anschauen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die Datenschutzerklärung an. Hier sieht man ja, das ist die neue, die ab 1. März 2012 in Kraft treten soll. Und ich finde eigentlich interessant, es wird relativ gut erklärt, was alles gemacht wird. Es ist ein bisschen schwammig, was mit den Daten passiert, warum die erhoben werden. Und hier dieser Absatz ist eigentlich ganz interessant. Wir nutzen die im Rahmen unserer Dienste erhobenen Informationen zur Bereitstellung, zur Instandhaltung, zum Schutz sowie zur Verbesserung dieser Dienste, zur Entwicklung neuer Dienste und zum Schutz von Google und unseren Nutzern. Das heißt eigentlich so gut wie alles. Also Sie können mit den Daten machen, was Sie wollen. Ganz interessant dabei ist, dass man natürlich jetzt nicht nur die Daten aus Mail oder Google Plus verknüpfen kann, sondern was ich finde, was ganz die größte Neuerung ist, dass man zum Beispiel die Tracking-Daten von den Google-Werbenetzwerken verbindet mit realen Namen aus Google Plus. Und Google kann das machen. Laut den neuen Datenschutzerklärungen ist das auch möglich, weil AdSense, also die Werbe-Tracking-Cookies, sind auch nur ein Dienst von Google. Google Plus, wo man seinen realen Namen angibt normalerweise, ist auch ein Dienst von Google. Und deswegen kann Google das auch gerne zusammenführen. Und das war eigentlich das, was bis jetzt immer nicht ging. Sie haben zwar getrackt, aber sie wussten nicht, wer hinter diesem User steckt. Und das kann sich jetzt eben ändern. Google versucht natürlich, sein Image so ein bisschen aufzupolieren, indem es einem selber sagt, was man unternehmen kann, um auf seine Daten möglichst gut aufpassen zu können. Und eine Sache ist zum Beispiel das Google Dashboard, wo man hier jetzt für unseren Test-User sieht, was für Dienste hat er überhaupt, benutzt er überhaupt von Google. Und man kann bei verschiedenen Diensten auch sogar die Einstellungen machen, welche Daten man anzeigen möchte oder welche nicht. Eine andere Vorgehensweise für zum Beispiel das Werbetracking ist, wo Google dann sagt, okay, wir haben ja anhand Ihrer Aktivitäten schon erkannt. Jetzt in diesem Beispiel zum Beispiel, Sie sind Computer und Elektronik interessiert, also hier. Und das kann man eben entfernen. Kategorie hinzufügen, also andere Sachen hinzufügen. Und man sieht hier, was Google so erfasst über einen. Hier kann man prinzipiell deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie nicht möchten, dass Anzeigen auf Interessen und demografischen Merkmalen basieren. Da kann man das hier für Google deaktivieren. Google gibt hier selber in den Datenschutzbestimmungen gut versteckt eine Webseite, die kann man hier aufrufen. Ich habe das mal hier schon gemacht. Die ist ganz interessant. Da haben sich die Werbetreibenden zusammengeschlossen. Und diese Webseite zeigt mir erstmal, ich dachte hier eine vollständige Liste aller Werbetreibenden. Nein, das ist eine Liste der Cookies von Werbetreibenden, die ich schon auf meinem Rechner habe. Und ich kann die hier einzeln anklicken. Hier findet man auch irgendwo Google. Na, bin ich drüber gerutscht? Da ist Google.
Und man könnte die jetzt einzeln anklicken oder man macht es sich leichter und sagt oben Select All, Submit a Key. Das möchte ich jetzt nicht machen, weil wir dann alle unsere Cookies verlieren. Und was dann passiert ist, es werden die Werbecookies von den Werbetreibenden überschrieben mit diesen sogenannten Opt-out-Cookies. Und die Werbetreibenden haben versprochen, dass sie dann nicht mehr tracken. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, wenigstens hier die Google-Cookies auszuschalten, damit dieses Tracking nicht mehr passieren kann. Weil, wie gesagt, das ist meiner Meinung nach das größte Problem, dass Google jetzt personenbezogene Daten, die man auch wirklich auf eine Person beziehen kann, und zwar Google, also das Surfprofil eines Users sozusagen zum ersten Mal erlaubterweise erstellen darf. Wer das nicht will, kann diese Seite benutzen. Ich finde das ganz toll. Oder Cookies ganz ausschalten. Das hat aber den Effekt, dass viele Dienste von Google wahrscheinlich nicht mehr funktionieren werden. Ja, das war unser Tipp. Alles nochmal zum Nachlesen mit allen Links, natürlich im Tipp, der entweder verlinkt ist unten im Video oder auf dem ihr gerade seid und wo das Video gerade angezeigt wird.